Satire den Profis überlassen. Die letzten Mal, als ich hier war, bin ich entweder dran vorbei oder drunter durchgelaufen. Naja, man muss drunter durch, aber diesen weiten Bogen, das hat sich schon erledigt, ne? Heute laufen wir das erste Mal über die neue Brücke. Ja, normal geht es da weiter, aber einige haben doch den Bedarf eines Fußweges entlang der neuen Streckenführung. Ja, sieh mal da, hier wird der Rasen gemäht. Ein Glück, dass da noch ein 50er-Schild ist, um es deutlich zu machen. Sonst müssen wir den Verkehrsrechtsexperten fragen, ob hier trotzdem 50 gilt, selbst wenn da kein Ortsschild ist, aber ein leerer Rahmen, wo ein Ortsschild reinpassen würde. Das heißt, gilt jetzt verkehrsrechtlich auch ein leerer Ortsschildrahmen als eine Anordnung für 50? Ja, bislang waren die Kreuze hier in dem Waldstück ja mehr oder weniger ein Geheimtipp. Aber das hat sich inzwischen geändert. Man kann hier vorbei, aber ob mich das irgendwo hinführt, das wird sich erst noch zeigen müssen. Nope. Aber wo ein Geländer ist, muss da auch ein Weg sein. Wenn wir hier durch die Brennnesseln erstmal durch sind, können wir mal versuchen rauszufinden, warum hier keiner geht. Ja, verständlich. Dritter Versuch, dritte Sackgasse. Ich glaube, hier haben wir eine Chance weiterzukommen, ne? Jawohl. Ich glaube, das ist doch Sackgasse Nummer 3, denn ich finde keinen Weg mehr raus aus dieser komischen Mountainbike-Anlage. Also das letzte Mal hier war das hier laufbar. Leute. Das kostet mich heute aber jetzt wieder Zeit. Jetzt haben wir anscheinend den Abschnitt erreicht, der ein bisschen freier ist. Ach du liebe Zeit. Hat der Weg gelitten. Ah, langsam reicht's. Soll ich versuchen, da auf den Weg zu kommen? Das scheint mir der kleinere Übel zu sein. Alles zerstochen, alles brennt. 3 Kilometer geschafft. Ja, schon klar, dass man das als Reitweg ausweist, denn mit den kurzen Hosen möchte man da ja jetzt nicht durchlaufen. Ne? Was haben wir denn hier? Die Jülicher Everglades. Herrliche Moorlandschaft hier. Herrlich. Nass da drin. Falschrum in der Einbahnstraße auf dem Fußgängerüberweg parken. Ja, wenn ich mich jetzt streng nach der Beschilderung richte, wie ist das gemeint? Aus der Richtung dasselbe, aber wo soll ich da jetzt lang gehen?
Ach, da ist eine Spur. Da ist der Weg. Ja, hat er jetzt hier nur um die Wiese rumgemäht. Sollen wir mal hoffen, dass das da ein Weg ist? Nope. Aber wo ein Hochsitz ist, da müsste eigentlich ein Weg sein. Müsste und eigentlich. Zweiter Versuch. Da ist zumindest mal was gefahren. Ah, da unten ist wieder ein Weg. Ich würde sagen, dann nehmen wir den. Na, die Kreuzung kenne ich. Jetzt weiß ich auch genau, welchen Orientierunsinn ich da gerade gemacht habe. Hoppla, der ist aber verwachsener als ich dachte. Ah, hier ist besser. Doch keine Sackgasse, da geht's weiter. Ja, ich glaube, da ist ein bisschen Arbeit nötig, um das wieder in Gang zu kriegen. Das hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Aber das ist neu, das kenne ich noch nicht. Ja, hat was mit Kunst zu tun. Man kann es dann hier auch nachlesen. Nicht zülpig. Oh, eine ziemlich große Runde. Keine Beschilderung. Verschlossenes Tor. Dann interpretiere ich das mal so. Das ist noch keine Sackgasse. Rein theoretisch müssten wir irgendwo auf einen Parallelweg rauskommen, wenn wir die Richtung beibehalten. Nichts mit Parallelweg. Wieder zurück in die Richtung, woher wir gekommen sind. Was ist das denn für ein Scherz hier? Na, haben wir noch mal ein laufbares Stück. Was stand da auf dem Zettel? Da ist Strom auf dem Zaun. Das wollen wir jetzt nicht austesten. Nach der Midnight Madness. Und dem Ding da bei Eschweiler ist dann das Zaun des Grauens Teil 3, oder wie sehe ich das? Das zieht sich. Doch mal da ein Türchen. Wollen wir hoffen, dass das nicht abgeschlossen ist. Ist auch zu. Dann müssen wir noch ein Stück weiter. Ja, Raketenstation TUM, wie angekündigt, jetzt auch mit den entsprechenden Toren. Die letzten Bunker hier als Fledermaus-Unterkunft. Weiß Bescheid, ne? Nee. Das ist nicht die Grünabfallsammlung. In TUM ist Kirmes. Klein, aber fein.
sind. Da ist der Löwe. Da, jetzt bewegt er sich. Ich habe da gesehen, der Löwe. Nee, war gar kein Löwe. Der Löwe ist da. Und da ist Nashorn. Lauter wilde Tiere. Oh, da hinten noch ein Nashorn. Da. Nashorn und da. Was ist das? Eine Strauß. Das ist aber kein Nashorn, ne? Ist das eine Büffel? Ganz leise sein. Das sind Nilpferde. Hört ihr auch dieses Fauchen? Das ist garantiert ein Tiger im Gebüsch. Da. Eine Gnuherde. Ach, näher reicht der Zoom nicht ran. Da hinten ist noch ein Gnu. Ein nicht ausgestopftes diesmal. Rechts unterhalb von dem Hochsitz. Das dürfte wohl nur noch eine Erinnerung sein. Da ist kein Platz, da ist alles zugebaut jetzt. Was haben wir denn hier für einen schönen Blick auf den Stausee Obermauerbach? Das überrascht mich jetzt ein bisschen, der Weg hier runter nach Obermaubach ist erstaunlich frei. Zuletzt war der komplett zugewachsen. Aha. Aber da will ich heute nicht hin. Merken wir uns das mal. Ja, der Wanderweg geht tatsächlich darauf. Aber hier ist auch noch eine Spur mit Lebenszeichen. Da wollen wir mal gucken, wo der auskommt, oder? Haben wir die Kamera wieder zu früh ausgemacht. Aha. Quasi ein Parallelweg. Soll ich den jetzt nehmen oder hinten die Schneise mal hochgehen? Dilemma, Dilemma, Dilemma. Oder ein Grund, noch mal wiederzukommen. Ich sag nicht, das geht. Ist auch wieder markiert. Ist das nur eine Variante? Lass mich raten. Das hier ist der ursprüngliche Weg mit ein bisschen weniger Steigung. Und das da drüben. Eine lange etablierte Abkürzung. Ja, hier vorne kommen wir wieder auf den. Aber die Abkürzung war auch markiert. Man hat also die Wahl. Nee, Leute, jetzt habt ihr mich angefixt. Jetzt checken wir das auch aus hier. So. Der nächste Querweg führt jetzt hier nur auf die Lichtung oder komme ich hier in die Richtung weiter, in der ich wollte? Ja, aber arschknubbelig. Das dürfte derselbe Weg sein, auf den auch die steile Rampe kommt.
Das war weniger Steigung, angenehmer in der Hinsicht. Wo ich auch ständig dran vorbeigelaufen bin, das ist definitiv nicht natürlich. Hier ist noch ein Bunker. Fragmentarisch zu erkennen. Den hatte ich bis jetzt auch noch nie auf dem Schirm. Und für die Trimtraber, die immer so Übungen zwischendurch machen und Crossfit und hier nicht. Kleinod am Straßenrand. Boah, wir haben erst den 30.07. Da fangen die jetzt schon mit dem Weihnachtskram an. Tja, ist das der richtige Weg? Oder besser gesagt, der, den ich mir vorgenommen hatte. Der, wo ich vor Jahren mal andersherum hochgekommen bin, mal in Gegenrichtung zu laufen. Nee, ich glaube, es war doch ein Weg weiter. Ja, dann zweiter Versuch. Ich schätze mal, das könnte sein. Nee, es war nicht der zweite, es war nicht der vierte, es war der dritte. Aber da muss der Weg sein. Jetzt gehe ich nicht mehr zurück. Jetzt queren wir hier also er muss da eigentlich sein. Ich glaube, ich sehe ihn sogar schon. Ja, das ist der, den ich wollte. Aber als ich damals hier raufkam, sah das da oben noch ein bisschen waldiger aus, als es heute ist. Und jetzt muss ich mir das einprägen. Das ist der Weg, der nicht an einer Kreuzung auskommt. Warum habe ich da immer eine Kreuzung in Erinnerung gehabt, Idiot? Naja, Orientierunsinn à la Filvo halt. Ach, guck mal, da sind wir ja schon. Wir sind ja schon unten. Ach du liebe Zeit. Das meiste von dem schönen Weg haben wir verpasst. Na, wer erkennt es wieder? Ostschleife. Nordeifel-Trail-Tour. Oh, sieht das schön aus. Westschleife, ne? Oh, schade, dass wir bei der Nordeifel-Trail-Tour dieses Jahr die Ostschleife auf dem Programm haben. Da können wir das hier gar nicht genießen. Da müsst ihr euch halt mit dem Filmbegnügen heute. Boah, da kommst du hier durch den Nichtmeerwald besser voran als auf dem Weg selber. Und das zieht sich noch bis dahin die Kreuzung. Ne? Aber dann geht's wieder besser. Da sind wir das letzte Mal rauf. Aber da war, als ich hier runterkam, erst der grobe Schotter gelegt. Jetzt haben wir den Feinsplit drauf. Jetzt lässt sich das hier wieder angenehmer laufen. Was mag das wohl sein? Dem Pferdemist nach ist es ein Weg.
Och nö, ist ja nur so ein kleines Parallelstück zu dem anderen. Ja, das könnte auf den anderen wieder drauf. Aber hier haben wir noch was. Wunderbar. Ich habe mich beim letzten Mal noch gefreut, dass ich hier die erste Hälfte noch im Pfad gefunden hatte. Jetzt aus der Gegenrichtung absolut kein Pfad, kein Heinrichspfad zu erkennen. Das wird lustig, Halloween. Kreidet man mir das jetzt als Streckencheck an, obwohl es da gar keine Strecke gab, die man hätte checken können. Kilometer 8, kann das stimmen? Ich glaube, das kann stimmen. Der berühmte Schlussanstieg zum Sportplatz. Aber vom Bosselbach hat man seit der Absage 2022 nichts mehr gehört. Zumindest war das der Stand vor ein paar Stunden noch. Das ist schön. Mit dem nassen Moos kannst du hier ruckzuck auf die Schnauze fliegen. Das sind so Stellen, da gehst du am besten ganz langsam. Glatt wie Schmierseife. Irgendwas sagt mir, dass der Einstieg in diesem Weg ein bisschen versteckt sein könnte. Nicht erschreckend, aber es sieht fast so aus, als würde man auf einen Garten laufen. Aber sonst wäre doch da hinten kein Weg zwischen den Feldern, wenn das hier rein privat wäre, oder? Du suggerierst mir doch jetzt nicht, dass dieser gut ausgebaute und befahrene Weg jetzt hier in der Aufforstung endet als Sackgasse. Dann orientiere ich mich jetzt nach Himmelsrichtung. Da will ich jetzt die Höhenmeter so leichtfertig nicht wieder aufgeben. Ja, die Richtung stimmt noch. Noch ist ein Trampelpfad. Das war's dann. Es sagt kassiert. Scheiße. Aber solange wir noch einer Spur parallel zum Zaun folgen können, werden wir da wieder auf den Weg stoßen. Momentan geht's am Zaun selbst am besten. Na, das ist doch mal fein hier. Warum die das Stück jetzt freigeschnitten haben? Keine Ahnung.
noch ein bisschen Bach, um die Füße zu kühlen. Dann müssen wir gleich weiter auf den Weg kommen. Hurra! Schade, die sind gerade am Essen. Wäre schön gewesen, die jetzt beim Springen zu sehen. Ja, und wer den Bosselbachlauf vermisst, der findet ja hier in Hürtschen beim Grenzwachtlauf eine ähnliche Streckencharakteristik, ähnliche Distanz. Er ist ein bisschen wellig auf der Höhe, dann mit Schmackes in der Tal und dann einen langen Anstieg wieder zurück.